herzlich willkommen zurück bei Prop Hunt auf Kellerkind.org, wo die Shoshonen schön wohnen. Heute in einer etwas ungewöhnlichen Konstellation. Wir sind mal ausgeglichen! Ole! Ich war noch nie ausgeglichen! Ja, wir haben einen Gast heute, den Marvin, beziehungsweise seinen Gamernamen habe ich leider vergessen. Makusa, gut, ja. Das werde ich mir versuchen zu merken. Wir sind heute etwas ausgeglichener, wie gesagt. Heute suchen jetzt ich und Jeev erstmal gegen MK und Makusa, die sich verstecken. Und das wie im Wechsel, wie bisher auch. So, ich glaube aber, Jeev ist zu spät gejoint, deswegen bin ich jetzt allein und ich muss jetzt erstmal suchen, wer hier ist. Ja, du hast zu spät ein Team betreten. Entschuldigung. Ja, du hast noch 3,50, mich zu finden. Ja, Makusa, vielleicht kurze Info auch für dich. Wir haben es uns angewöhnt, ab 2 Minuten im 30-Sekunden-Takt Tipps zu geben, falls derjenige wirklich total Banane ist beim Finden. Also, du meinst jetzt so mit F3? Bin ich drin, bin ich draußen, bin ich ein kleines Objekt, großes Objekt? Ich bin ein kleines Objekt und ich bin draußen. Ja, das war jetzt ein bisschen früh. Und auch nicht immer so viel verraten. Egal. Ich höre nicht endende Musik. Ja, das sie endet nicht. Das macht's mir aber gerade nicht wirklich einfach. Ich glaube, du bist nicht draußen. Doch, ich bin draußen. Dann müsstest du oben auf dem Teil sein. Das weiß ich nicht. Ich weiß nämlich nicht, wo du meinst. Und ich glaube, mit diesem Ton stimmt irgendwas nicht. Ist nur so eine Vermutung. Hey, ich habe dich gerade gesehen. Warum hört der Ton nicht auf? Das ist eine gute Frage. Ich hab den Eindruck, dass irgendwas Spannendes passiert. Ich finde dich nicht! Wahrscheinlich hat er sich als das Schiff verkleidet oder so. Ja, genau. Halte nach einem zweiten Schiff Ausschau. Nein, das bin ich nicht. Nee, ich mach das jetzt hier bestimmt schon seit 2 Minuten, drück ich die ganze Zeit auf Count. Nein! Nein! Ah, oh mein Gott! Schade. Den Tod hat's nicht beendet. Nee, er ist immer noch da. Okay, wir sind bei 1 Minute 30. Ich bin drin. Und ich bin mittleres Objekt. Alter, und er hört ja nicht auf. Wir werden diese Runde beenden müssen. Aber es ist, passt doch vom Klang her gut zu diesem Schiffsambiente. Drück nochmal F3. Hey, ich? Nein, Marvin. Hab ich schon, aber ging irgendwann nicht weg. Alter. Ich drück's mal. Come for you bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Oh. War das wirklich nötig? In der Hoffnung, dass es jetzt aufhört, sonst müssen wir nochmal neu starten. Es hat aufgehört. Ja, sehr schön. Ich dachte schon, es hätte unsere Rechner infiziert oder so. Ja, wer weiß. So, Marvin, dann dürfen wir jetzt suchen, oder? Ja. So wie es scheint, ja. Alles klar. Dann auf die Suche. Boah, ihr habt ja echt schöne Pings, muss ich echt sagen. Also, bin ich echt neidisch. Ihr habt 5er Pings. Ja, 14er Ping. Schön. Unity Media halt. Ist halt Glasfaser. Ja. Ready or not, here we come! Oh. Get the hell out of here!
Ich muss mal ganz blöd fragen, welcher ist nochmal der Verkleideknopf? E. Funktioniert nicht. Dann ist das keine Prop, in die du dich verkleiden kannst, oder du bist nicht nah genug dran? Also näher kann ich nicht ran. Alternativ F. Je nachdem, was bei dir angestellt ist. Ich mach das Licht an. Dann ist es eh. Nope. Oh. Nee, E ist zum Verkleiden. Ah, E gedrückt halten aus irgendeinem Grund. Okay. Ja, du weißt ja, Gravity Falls. Stop that. Ja, wirklich, ich träume von Käse. Ich konnte nicht einen einzigen Taunt machen. Chief, was hältst du von meiner Position? Finde ich gut. Finde ich ziemlich gut. Man könnte sagen, ich finde sie. Psst. Eigentlich freue ich mich für später auch. Es ist nicht nett, die Position eines anderen zu verraten. Ich könnte dir die Position von MK verraten. Das wäre auch gemein, weil das ja das andere Team ist. Ich weiß, dass er an Bord dieses Schiffes. Ach, wenigstens die Musik nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, ich glaube auch. Hä? Tipp für 2 Minuten, ihr seht mich. Speedy Flee. Nein. Blöd, dass du das Versteck beim letzten Mal schon benutzt hast. Ja, ich hab... Ich wollte sagen, dass ich es echt spitze finde. Ah. Wieder verstecken. Super. Ja, ich bin der Hunter. Ja, man konnte es ja mal versuchen, Mensch. Ich finde toll, dass man als Hunter auch taunten kann. Ne, das konnte ich eben nicht. Das ist nur nicht gewollt. Du musst es wollen. Oh yeah. Yeah. Einer der längsten Taunts. Einer der was? Einer der längsten Taunts. Ne, den längsten Taunt hatten wir schon. Ja, das war ich. Eine Medaille gibt's dafür jetzt aber eigentlich nicht. Das war recht nahe. Kann ich das nochmal hören? Au! Oh nein! Du hättest wenigstens warten können, bis ich beiseite gegangen bin. Du hast es überlebt, beschwer dich nicht. Du wurdest geheilt. Das war fies. Okay, Speedy macht gerade einen auf Psycho. Wollen wir mal gucken. Das ist bestimmt hier unten. Hier ist zu viel Zeug! Also MK, das ist ein gutes Versteck. Ja, bin mal gespannt. Wir kennen die Karte ja leider schon. Verdammt. Achso, okay. So weiter runter geht's nicht. Aber ich renne wahrscheinlich wieder in die komplett falsche Richtung. War dieser Eimer schon immer da? Nein. Was? Gutes Auge. Das war nicht mehr als Witz gemeint, aber gut. Ich beschwere mich nicht.
Aha, MK war im Eimer. Jetzt weißt du, woher ich das habe. Ja, stimmt. Erklärt einiges. Zwei, Freddy kommt vorbei. Kann mich schon wieder nicht verwandeln. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wie war das, wenn ich mich bewege, sehen das die anderen nicht? Also wenn ich mich drehe, richtig? Wenn du dich drehst, sehen das die anderen nicht. Die Position, also beziehungsweise die Ausrichtung des Objekts ist im Normalfall an der Originalausrichtung von dem Prop angelehnt, kann aber abweichen. Das heißt, selbst wenn du einen Stuhl, der nach links zeigt, als Prop benutzt, kann es sein, dass du als Stuhl, der nach rechts zeigt, endest. Das heißt, da sollte eventuell ein anderes Prop dir bestätigen, dass du richtig stehst. War mir zu kompliziert. Ich setze einfach auf mein Glück. Ja. Oh shit. Wow. Ja, wo sind sie denn? Enough of your mumbo jumbo. Whoa. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendeiner hier ist, wo ich bin. Und wo bist du? Möglich. Ich bin mir da wirklich ziemlich sicher. Kann durchaus sein. Chief, die schlagen wir! Ja, natürlich! Wir schaffen das! Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Ich lausche einfach nur den beruhigenden Klang der Wellen. Tipp für 2 Minuten von Speedy. Ich bin drinnen. Tipp für 2 Minuten von Chief. Ich bin keine Pfeife. Debattierbar. Mhm. Die mit ein bisschen. Ich kann doch nochmal tun. Tipp für 1:30. Ich bin nicht im Raum mit den Kanonenkugeln. Ha, ha, ha. Ey, das ist ein guter Tipp. Ich hätte mich auch als Kanonenkugel verkleiden können. Ich bin rechteckig. Get the hell out of here! Nee, okay. Tipp für 1 Minute. Jemand war mir sehr nah. Das war ja wohl dann ich. Ich habe bis jetzt noch gar keinen gesehen. Nein! Speedy, du bringst Schande über uns. Zeig dir mal, wie man Torns auswählt. Tipp für 30 Sekunden, es war am Anfang des Matches. Ich verzichte mal auf den Tipp, okay? Ich bin im Bilde! Nein, töte mich nicht, ich bin im Bilde! Ich bin im Bilde! Ich überlebe!
nein, bitte deine Meinung, nein! Ah, diese blöden Hitboxen! Ich bin ein Bild und Jumper. Ich war ein Eimer direkt im ersten Raum, wo einer von euch reingegangen ist und die Eimer gecheckt hat und mich nicht! Ich bin ein Bild! Ja, ich hab dich aber eigentlich getroffen, also. Ja, ich hab ich hasse auch ein Loch diese, gehabt. Ja, ich hasse diese Hitboxen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, was? Nein. Ganz ruhig, ganz ruhig! Für 18 Sekunden bist du noch gelähmt. Wenn nein, du Quatsch, bist. du bist ja prop. Das heißt, du müsstest dich bewegen können. Kann ich mich aber nicht. Hast du dich in irgendwas verwandelt und es lässt dich jetzt nicht mehr bewegen? Ich bugge fest in der Wand. Ja, dann wird es ja nicht so schwer sein, dich zu finden. Nicht wirklich. Ich hoffe es. Wahrscheinlich finden wir dich jetzt überhaupt nicht. Pass auf. Moment, Moment! Moment! Oh mein Gott! Tötet das Boot! Ja, die großen Gegenstände sind kritisch. Das haben wir auch schon festgestellt. Also ja, ich hab's jetzt auch festgestellt. Also ist keine gute Idee gewesen. Dieses Spiel ist ein endloser Lernprozess. Counter-Strike Engine. Was? Enough of your Mumbo Jumbo. Okay, war nicht der Eimer. Das ist ja ziemlich suboptimal. Oh Gott sei Dank, war der nur kurz. Aber es war sehr laut. Oh, diese verfluchten Kanonenkugeln. Ich glaube, es hat sich noch nie jemand als eine der Kanonenkugeln verkleidet. Und trotzdem was aber jedes Mal gemein wäre. Das fände ich auch ziemlich fies, ja. Ja, ich auch. Das würde mich aber nicht daran hindern, es zu machen. Außer du würdest dich als Kanonenkugel irgendwo anders verstecken. Das stimmt. Das hätte Stil. Mhm. MK, bitte nochmal taunten. Puh. Ich bin dir nah, hä? Na, einen haben wir ja schon. Das heißt, den Killpunkt haben wir ja. Ja. Ich glaube, er ist ganz unten. Muss ganz unten sein. Hört das auch nochmal auf! Hast du jetzt gerade die gleiche Musik wie ich? Aber sie wird nirgendwo lauter oder leiser. Alter, hört das auch nochmal auf! Oh Mann! Alter! Wo ist er? Ja, also offenbar dieses eine Lied ist ausgeglitscht. Übrigens, ich stecke hier fest. Besser? Ja. Das ist schlimm. Hör auf! Nee, das... Wo ist er, Gott verflucht? Das gibt's doch nicht! Ich geb jetzt keine Tipps! Speedy! Oh. Kleiner Tipp, ich bin nicht ganz unten. What the? Okay, von denen war auch keiner. Oh Gott, ich mach mich lächerlich. Hört ihr die Musik eigentlich noch? Ja, wir hören sie, die ganze Zeit. Deutlich. Oh mein Gott. Ich kann sie nur nicht orten. Ja, es ja, ist extrem schwierig. Was ich gerade gemerkt habe, egal wo du bist, überall hört sich die Musik gleich an. Das ist sehr gut. Nur an einer bestimmten Stelle wird's lauter und da... Dann will ich aber einen Tipp. Versteckt. MK, du schuldest Chief Tipps. Und ich bin ein kleines Objekt. Ja, großartig. Ich kann es noch schaffen. Ich kann es noch schaffen! Alles hängt von mir ab! Der Eimer! Nein, nicht der Eimer, die Flasche! Oh mein Gott!
What you gonna do when it's coming for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? Ah! Ah! Ich sehe dich! Los, komm aus deinem Versteck! Ah, oh, zu spät. Ah, oh, was warst du? Eine Flasche. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nein! Tja! Ja, so ja. Schnell kann's gehen. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt noch G finden. Sehr gut. Oh, großartig. No pressure, hä? Huh? Under pressure. Da, 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 da. Goddammit. Goddammit, Gage. Hm, mein Versteck ist nicht sehr originell für dich. Ich will als Geist taunten. Ich finde, man braucht mehr Versteckzeit. Gerade bei so einer großen Karte. Ja, die Karte ist ja jetzt nicht so groß, also da hatten wir ja schon wesentlich schlimmere. Ja, das stimmt allerdings. Ich erinnere mich da an eine. Oh Gott. Ja, dieses Raumschiff-Ding ist da, das war fürchterlich. Das Raumschiff ging noch, aber da war dieser. Ja, es war im Grunde genommen ein Stadtteil. Ah. Mit der Garage und dem Restaurant und dem Kellerbereich mit den Computern drin und so. Wie hieß das? Italy? Venice? Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich hätte noch eine Karte im Angebot. Die können wir gleich mal ausprobieren, ob die klappt. Das wäre Office. Oh ja, die würde ich mir noch aussuchen. Gut, dann werden wir die gleich mal testen. Alles klar. In der nächsten Folge aber. Wir haben noch ein bisschen... Haha, Teaser! Ja, ja, böser Teaser. Was steht bei einem von euch denn noch lebt unten als Rundennummer? Wir haben bei 3 angefangen. 8. Gut, 8. Dann haben wir noch diese und 2 weitere. Und ja, wir haben noch genug Entertainment für euch. Wie gern hätte ich mal wieder so einen Moment, wo ich MK einfach vor der Flinte weglaufe und er mich einfach nicht zu fassen kriegt, wie in Folge, ich glaube, 5 oder 7 oder sowas. Ja, das ist der Moment, wo dieses Spiel echt am spaßigsten ist, ja. Das hatte ich wie beim echten Versteckspielen. Ich hab das blöde Bild mindestens 4-mal getroffen. Ja, ich hab mich halt im Rahmen gehalten. Sorry, mir ist nichts Besseres eingefallen. Tauntest du mal. Okay. You need me. Ich wusste es! Ich bin eine Kiste! Nein, ich komm nicht durch die Tür! Ich bin eine Kiste! Ich komm nicht durch die Tür! Ah, ich bin eine kleinere Kiste! Au! Sehr gut. Oh, ich hab auch mal was getroffen. Und Speedy, wie bist du umgekommen? Ich bin ganz oben auf dem Mast gespawnt und bin dann über die, ich bin dann vom Gelände runtergefallen und konnte mich nicht mehr bis zur Leiter retten. Das ist mir vorhin auch passiert, nur dass ich mich vorher als Flasche verkleidet hat. Und die hat nicht so viel Lebensenergie. Ja, ich hatte mich vorher als Sushi verkleidet, das war nicht wirklich gut. Als Sushi? Ja, als diese Essensdose, Fastfood. Diese Packung, wenn du vom Chinesen oder sowas was kriegst. Ich habe aber festgestellt, wenn du ins Wasser fällst, wirst du wieder aufs Boot zurückteleportiert. Ja, und wenn du Sachen ins Wasser wirfst, werden die auch in der Mitte wieder aufs Boot zurückteleportiert. So. Wo seid ihr? Hat schon wieder jemand ein klitzekleines Problem verursacht? Ja, ich konnte gerade jetzt ewig nicht mich verwandeln. Ja, siehste? 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 Bin ich nämlich nicht der Einzige, dem das passiert. Das muss man nur noch den Marvin finden. Da, er hat sich als Combine-Soldat verkleidet. Leide! Nee, zum Glück bin ich das nicht. Nee, ich finde dein Versteck aber ziemlich gut. Okay, jetzt wissen wir schon, dass er ein gutes Versteck hat. Der Chief... Fuck. Ah nee, Speedy. Was war's? Ihr wart eine Flasche hier unter dem Tisch. Links stand eine Flasche und rechts stand eine Flasche. Aber da steht generell eigentlich immer nur eine Flasche. Ah, Speedy kennt die Map viel zu genau. Raffinizzelt. Ja, stimmt. Vorhin habe ich so einen coolen Raum gefunden, jetzt finde ich den nicht mehr wieder. Also dieses Schiff ist größer, als man glaubt. Ah, ich klippe ständig durch die Wände. Was ist denn damit?
Los geht's. Ach man. Und das war ein klein wenig zu offensichtlich. Ja, ich war noch am Versteck suchen, ehrlich gesagt. Chief, kannst du mir sagen, ob ich richtig bin? Ja, nicht fast. Aber das wirst du nicht durch Bewegen verbessern können. Also, ja. Was war das? Ich weiß gerade. Das ist ganz so wundervoll. Nein! Yes! Oh mein Gott. 3 Punkte, sehr schön. So, damit ist diese Folge auch schon vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Prop Hunt auf Killerkind.org. Und ja, schauen wir mal. In der Zukunft! In der Zukunft.